Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Wir sind immer noch hier in Montera. Wir wollten letztens bei Marek Stärke lernen, beziehungsweise haben das auch getan. Aber leider haben wir nicht genug Lernpunkte, um auf 340 zu kommen. Für diese geile Kruschpach, oder wie es heißt. Deswegen genehmigen wir uns hier mal wieder einen kleinen Arena-Kampf in diesem Gasthaus, in dieser Taverne. Wo höchstwahrscheinlich, dass es ihnen wieder den Kürzeren ziehen werden. Boah, genau habt ihr das gesehen? Genau parallel haben die exakt das gleiche gemacht. Es hat geil ausgesehen. Schon wieder. Schon wieder. Ich glaube, die sind gut in dem, die sollten Tänzer werden. So Paartänzer. So, ich glaube, sein Leibwächter ist schon tot, den werden wir durchsuchen. Der Assassiner einfach mit Sonnenkraut. So, Bas hier. Ich glaube, du darfst verrecken. Ich glaube, es erlauben es dir, wenn du es jetzt tust. Haben wir von dem nicht auch eine Quest oder haben wir die schon abgeschlossen? Ich glaube, die haben wir abgeschlossen, oder? Jedenfalls gibt er eine Quest. Das Geschäft mit Bas hier? Ruf in Bensala? What? What? Davon habe ich jetzt nichts zu gewusst. Okay, dann schauen wir mal nach... Na, schauen wir nicht nach... Oder sollen wir jetzt nach Bensala schauen? Doch, tun wir das mal. Einfach, weil es mich interessiert, was das für eine Quest war. Das Geschäft mit Bas hier. Bensala. Das war... Hier. Erfolgreich. Erzähl mir von Bas, ihr zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Halt in der... Ja, Basi hat den Tod verdient. Julio. Der da unten erzählt mir von einem Assassinen hier oben, dass ich ihn töten soll. Und sagt mir nicht einmal, wo er ist. Er sagt einfach nur, er ist abgehaut. Also in dem Fall gehen wir jetzt nach Bensala, denn ich denke, der wird eine Belohnung für uns haben, der Julio. Ich glaube, ich weiß sogar, wer das ist. Und der Schleim in meinem Rachen stört mich beim Sprechen. Er irritiert. Ich wette, ihr wolltet das gar nicht so genau wissen, aber ich sag's euch trotzdem einfach, weil ich es kann. Und eigentlich möchtet ihr doch wissen, warum sich die Stimme eines Menschen manchmal ein wenig verlegt anhört. Und es liegt eben genau an diesem Schleim. Ja. Genug von der Biologiestunde. Das ist Daro. Wo ist Julio? Da waren viele Orks. Der wird vermutlich gerade kämpfen. Das wird für die Assassinen auch schwer sein, weil da war eine ganze Ork-Patrouille. Soweit ich mich erinnern kann. Elite-Krieger gegen Ork-Krieger. Ich denke, das wäre ein spannender Kampf. Wo ist Julio? Ach, meine Stimme. Ich muss mich mal schnell räuspern. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Wo bist du, Julio? Ich darf dieses CH nicht machen. Hier bist du. Basir ist tot. Das Geschäft ist abgeschlossen. Basir ist tot. Und Belials Macht wächst weiter. Das stimmt. Ich werde dafür sorgen, dass man davon erfährt. Gut, 500 Gold. Zeig uns deine Ware. Wahrscheinlich... Ja, nur Kack. Naja, Gold hat er einiges. Zeig mir deine Ware. Was, wieso etwas ein Händler sein kann? Frage ich mich manchmal echt. Paladinsschwert, zack. Assassinenschwert. Und ich sollte dieses CH nicht sprechen, dieses Spanische, denn dadurch kommt diese schlechte Stimme vermutlich zustande. Weil dadurch viel dieses erwähnten Sekrets in den Rachen kommt. So. Zack. Zack. Das kannst du dir nicht mehr leisten. Gut, danke dir fürs Geschäft. Das war's einmal in Bensala. Haben wir mal wieder hier einen Abstecher hingemacht. Jetzt wollen wir nach Faring, denn dort oben gibt's, wenn ich mich richtig erinnere, einen Schmied. Und dort oben sind da die besseren Händler, die mit den besseren waren. Und ich hoffe, dass dieser Schmied dann auch dieses Kruschpach hat. Denn das können wir bereits verwenden.
Beziehungsweise können wir das schon verwenden? Boah, ich schaue wirklich jedes Mal nach dieser blöden Waffe. Können wir, ja. Exakt, wir haben genug Stärke. Das heißt, ab da hinauf. Nach rechts. Schauen wir mal, ob immer noch die Leiche von Ali liegt. Ja, tut sie. Wird zu modern und stinken anfangen. Genau, hallo. Aha, Wolfsfälle haben wir. Ja, die können wir ihm geben. Mit denen fangen wir sonst eh nichts an. Hoffentlich sind das dann genug und wir kriegen wieder Erfahrungspunkte oder Heiltränke oder sowas. Ich habe hier noch ein paar Wolfsfälle. Gut, bring mir noch mehr. Okay, also ich glaube, das lassen wir lieber. 19 Wolfsfälle. Das sind viele. So, Krieger, Sklave, Mitch. Hier irgendwo war der Schmied. Genau da drüben, aber jetzt gerade nicht da. Beziehungsweise schläft er, ja, er schläft. Verdammt, Mara. Zeig uns deine Ware. Du, der du hier oben bist, hast so einen Scheißdreck an Waffen. Irgendein Ork muss doch diese guten Waffen haben. Ich brauche doch nur diese Waffen. Wer hat so eine Waffe? Wer verkauft sie? Vorrat. Zeig mir deine Ware. Nein, du hast auch nur Scheiß. Was sind denn das für Händler? Ich brauche doch nur gute Ork-Waffen. Krieger, Krieger, Krieger. Elite-Krieger. Ich möchte doch nur eine gute Waffe haben. Und dabei auch noch singen können. Was ich nicht kann. Schade. Runter. Gibt's da unten vielleicht einen Händler, wenn der mehr hat als du da oben? Dann lach ich dich sowas von aus. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, verkaufst du was? Du kannst mich im Kampf unterrichten. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Muff. Goran. Spike. Bestehen wir die mal alle, sofern das geht. Sofern wir das schaffen und das keine Unmöglichen sind. Wobei ich glaube, so popelige Orksöldner, wenn die unmöglich sind zu bestehlen, dann... Du dreckiger Dieb! Ja. Wir lassen es lieber, denke ich. Der Taschendiebstahl ist teilweise echt nicht sonderlich nützlich. Weil wenn man angegriffen wird und bemerkt wird, dann hat man sich mit allen verscherzt. Und das ist ziemlich beschissen, wenn man sich vorstellen kann. Dementsprechend sollte man lieber doch nicht den Taschendiebstahl anwenden. Oder davor sichern. Und dann laden. So einen Schmied wie den, das suche ich. Nur nicht, dass er... Nur soll er nicht so ein beschissenes Schwert schmieden, sondern eine gescheite Ork-Waffe. Ich möchte bitte eine Ork-Waffe haben. Auch wenn dieses Krusch... Wie heißt das, was wir haben? Krushwaruk oder so ganz gut ist. Ich habe in der Arena gekämpft. Das respektiere ich. Schön. Und, Wilson, du bist der Jäger, du hast sicher nur Bögen. Ja. Und du? Ich bringe den Ahnenstein nach Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. Ahnenstein erhalten. Aha, okay. Irgendeinen besonderen oder einfach nur Ahnenstein? Aha, das ist der von Ali, der Stein. Und ich habe damals... Ja. Ich habe damals bei Ali in der Truhe geschaut. Dabei hat der ihn... Naja, wie dem auch sei, wir werden jetzt nicht zu dem da oben gehen. Sondern wir werden jetzt noch einmal schauen, ob wir hier irgendwo Quests haben. Ich glaube, das haben wir. Also es ist auch erfolgreich. Oh.
Jacks Rebellengold, ja, dann machen wir das mal. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach herumgehen und ein paar Quests erledigen, damit wir Gold kriegen, Erfahrungspunkte, Heiltränke vielleicht, Gold für Heiltränke, die Alchemisten stocken ihr Sortiment neu auf. Ich weiß ja nicht, ob es in Deutschland solche Bestpreismärkte gibt, aber ich war einmal in Tulln, in Niederösterreich. Da gibt es einen Bestpreismarkt. Der ist da, wenn man bei der Rosenarkade, heißt das Einkaufszentrum, glaube ich, in links daneben, wenn man da beim Haupteingang von dem Hauptplatz reingeht, links daneben ist so ein Bestpreismarkt. Und da bin ich einmal reingegangen, weil ich eine Wolle damals für die Schule noch fürs Stricken gebraucht habe. War das in der 6. Klasse oder so? Das ist ewig her. Und, ich habe den Typ dann gefragt, ob sie so etwas in ihrem Sortiment haben. Er hat mich nicht verstanden, also ob sie Wolle in ihrem Sortiment haben. Er hat mich nicht verstanden. Ich habe dann einfach gefragt, ob sie Wolle haben. Und er hat gesagt, ja, das haben sie in ihrem Sortiment. Sortiment. Also ich verlange ja nicht, dass jemand Französisch sprechen kann oder weiß, wann man ein Wort Französisch ausspricht. Aber ein Wort wie Sortiment als Sortiment auszusprechen, also ein bisschen ein Grundwissen erwarte ich mir dann schon. Interessant. Gut, das war auch, das Muttersprache war jetzt auch nicht Deutsch oder Französisch, aber trotzdem denke ich, kann man das erwarten, oder? Vor allem, da er sonst relativ gut Deutsch gesprochen hat. Der Held mit der Maske sieht echt geil aus, finde ich. Wie heißt die Maske? Der Hörnerhelm ist es. Ordentlich. Finde ich schick. So, Jacks Rebellengold. Nicht nur blöd in der Gegend rumrennen, sondern zu Jack. Ist Jack da? Ja, hier ist Jack. Da ist ein Leuchtturm. Wollen wir mal, ob wir ihn auf sein Rebellengold ansprechen können? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Noch sind wir ein Ork-Freund, noch. Frage ist nur, wie lange noch? Keine Halt, ist das Sonnenkraut? Nein, das ist ein Herrscherkraut, oder wie heißt's? Exakt. Ja, ich bin schon ein Pflanzenkenner hier in Gothic 3. Hier ist ein Sonnenkraut. Hier ist eine Heilpflanze. So. Flammenbeere. Waldbeere. Auch Goodie. Links ist auch noch irgendwas. Eisenhalm. Oh. Haben wir die Quest doch gar nicht gemacht? Haben wir mit Jack noch gar nicht geredet? Oho. Dann ist es an der Zeit, das zu ändern. Wo bist du, Jack? Schläfst du gerade? Ja, tust du? Na, mein Junge, unterwegs zu großen Abenteuern? Schönen Turm hast du hier. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sage ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Stelle ich mir lustig vor. Vielleicht nenne ich den Part Jacks Leuchtturm und das ist ein Part 100 irgendwas und der heißt Jacks Leuchtturm. Naja, jedenfalls, hast du Orks gesehen? Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen. Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Von welchen Halunken sprichst du denn? Von welchen Halunken sprichst du? Sie streuen hier überall an der Küste herum. Du brauchst nur einmal ein Stück Richtung Nordosten die Küste raufgehen. Wir haben sie schon gesehen. Wir haben dort ihr Lager aufgeschlagen und warten nur darauf, mir im Schlaf die Kehle durchzuschneiden. Ja, wir kümmern uns drum. Ich kümmere mich um deine Halunken. Weißt du, mein Junge, ich wüsste gar nicht, wie ich dir das wieder gut machen sollte. Lass dir was einfallen. Pass auf dich auf, hörst du? Die Kerle sind gefährlich. Ja, wir haben gehört, du hast Gold von den Rebellen kassiert, von den Arschlöchern. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja. Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt.
Ich glaube, Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass Übersee irgendwann noch einmal Ihre Rettung naht. Hm, ich